willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, meine Ansage war, in der Zeit der neuerlich verschärften Regeln ab dem 2.11., von denen ja einige von euch privat wie auch beruflich betroffen sind, jeden Tag ein Video zu machen. Ja, kaum hatte ich das gemacht, da kam gestern am 5.11. schon mal kein Video. Der Grund dafür war das. Das ist die Störungskarte meines Internetproviders und ihr seht ja, Köln ist da mittendrin. Das heißt aber nicht, dass dort niemand Internet hatte, aber ich gehörte halt zu denen, die keins hatten und ich habe immer noch keines. Ich habe mir jetzt auf meinen Mobilvertrag ein paar Gigabyte dazugekauft, mein Handy zum Hotspot umgewandelt, damit ich überhaupt etwas recherchieren und hochladen kann. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Mein Internetprovider Vodafone, ich nenne sie mittlerweile nur noch Work-Up-Phone, wenn man ständig die Leitung abgewürgt bekommt, der kann mir da gar nichts zu sagen. Also geht es für mich recht umständlich weiter, aber wir kommen jetzt zum heutigen Thema. Meine Lieben, vielleicht kennt ihr das ja. Ihr steigt in ein Flugzeug und setzt euch in den Sitz, summt noch über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein vor euch hin. Dann schaut ihr aus dem Fenster und denkt, ui, jetzt wird's aber neblig, bevor ihr merkt, dass es der Rauch aus dem brennenden Triebwerk ist. Das wäre so ein kleiner Schockmoment und ich hoffe nicht, dass der irgendjemanden von euch einmal passieren wird. Man kann sich ja eine Menge Szenarien vorstellen, was in einem Flugzeug alles so passieren kann, aber ich denke einmal, von einem Spuk heimgesucht zu werden, daran denkt man dann beim Fliegen eher nicht. Derartige Berichte, die kennt man aus alten Häusern, Burgen, von alten Friedhöfen etc., aber doch nicht aus einem Flugzeug. Und doch gibt es nicht wenige derartiger Berichte darüber, dass es in Flugzeugen zu solchen Vorfällen gekommen sein soll. Es gibt Berichte von Passagieren, die andere Passagiere wahrgenommen haben, bei denen sich dann später herausstellte, dass sie überhaupt gar nicht dort an Bord waren, jedenfalls nicht körperlich. Diese Berichte gibt es aber auch von den Besatzungen von Flugzeugen, zum Beispiel von einer Flugbegleiterin namens Violet. Sie war an Bord einer B737 unterwegs, ein kleines Passagierflugzeug, und das befand sich schon auf Reisehöhe. Und wer schon einmal geflogen ist, der kennt das ja vielleicht, zwischen dem Bereich, wo die Passagiere sitzen und dem Cockpit. Da ist dann noch so ein Bereich, wo dann so eine kleine Küche und solche Dinge sind und wo die Stewardessen sich aufhalten. Violet gibt an, dass sie sich in diesem Bereich aufgehalten hatte, als das Cockpit-Telefon klingelte. Sie nahm den Hörer ab und am anderen Ende, da war der Pilot und der fragte erstaunt, warum vor der Cockpit-Tür Kinder spielen dürften. Sie antwortete dem Piloten, dass dort überhaupt keine Kinder spielen würden. Aber der Pilot, der sagte ihr, dass er über die Kamera, die die Cockpit-Tür zeigt, im Cockpit selbst auf dem Monitor sehen würde, dass dort zwei Kinder spielten. Sie sollte sich bitte darum kümmern. Violet sah vor dieser Tür aber keine Kinder. Eine Kollegin von ihr, die kam hinzu und der Pilot rief ein weiteres Mal an mit derselben Beschwerde. Aber die beiden Flugbegleiterinnen, die sahen wieder kein Kind, das vor diesem Cockpit spielte. Dann wurde es dem Piloten zu bunt. Er übergab die Maschine an seinen Co-Piloten und öffnete mit einem Ruck die Tür vom Cockpit. Die beiden Flugbegleiterinnen, die sahen ihn erschrocken an, denn der Pilot, der war nicht gerade bester Laune. Er sah sich um und konnte die Kinder nicht sehen und dann sagte er zu den Flugbegleiterinnen, dass er nicht möchte, dass das noch einmal passiert. Die Kinder hätten im Passagierbereich zu bleiben. Dann schloss er die Cockpit-Tür wieder und die beiden Flugbegleiterinnen, die sahen sich nur kopfschüttelnd an. Nachdem das Flugzeug gelandet war, da hatte die Crew eine Übernachtung und als sie auf dem Weg ins Hotel waren, da wurden die beiden Flugbegleiterinnen vom Co-Piloten angesprochen. Und der fragte sie, was das mit den Kindern denn gewesen war. Sie wüssten doch, dass die Passagiere nicht bis an die Cockpit-Tür heran dürften, auch Kinder nicht. Violet und ihre Kollegin, die versicherten noch einmal, dass dort keine Kinder vor der Cockpit-Tür gespielt hatten. Der Co-Pilot, der bestätigte ihnen aber das, was der Pilot gesagt hatte, nämlich, dass sie auf dem Monitor vor der Tür ganz klar und deutlich zwei spielende Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, gesehen hätten. Es gibt gelegentlich bei manchen Firmen ja so eine Zusammenkunft aller Mitarbeiter. Meist wird dann etwas über die Firma erzählt und die Entwicklung und danach gibt's dann noch so eine kleine Party.
Monate nach diesem Vorfall, da war das bei dieser Airline auch der Fall und alle freien Mitarbeiter, die kamen zusammen und es wurde dann nach dem offiziellen Teil eben so eine kleine Party veranstaltet. Im Gespräch mit Flugbegleiterinnen und Piloten, da stellte sich dann im Laufe des Abends heraus, dass der Flug, auf dem sich Violet befand, nicht der einzige Flug war, in dem Piloten über die Kamera im Cockpit gesehen hatten, dass vor der Cockpittür Kinder spielten. Bei insgesamt 3 weiteren Flügen war dies der Fall. Ja, liebe Mythengemeinde, wenn es so war wie beschrieben, da stellt sich ja die Frage, was waren das für Kinder und warum konnten nur die Piloten sie über diese Kamera auf dem Monitor sehen? Warum nicht die Flugbegleiterinnen selbst? Und dann geschah das Ganze noch auf mehreren Flügen. In den Logbüchern, ich nenne sie jetzt mal so, der Piloten von Airlines, da finden sich manchmal sehr merkwürdige Einträge. Auf einem Flug von London nach Paris, da gab es einen sehr seltsamen Vorfall. Ein Passagier, der saß an einem Fensterplatz und neben ihn, da setzte sich dann eine ältere Dame. Das wunderte den Passagier, denn dieses Flugzeug war bei weitem nicht ausgebucht und es waren in der Tat noch genug Fensterplätze frei, wo sich die Frau hätte hinsetzen können. In seiner Beschreibung schätzte er die Frau auf gut 80 Jahre. Sie wäre altmodisch gekleidet gewesen und hätte auch nicht gut ausgesehen. Sie war blass und wirkte ein bisschen zittrig. Sie hätte dort neben ihm fast regungslos auf dem Sitz gesessen und starr vor sich hingeschaut. Ihm sei dann aufgefallen, dass sie immer schlechter ausgesehen hätte, je länger der Flug dauerte. Das Ganze ging dann so weit, dass er beschrieb, dass sie fast eine gelbliche Hautfarbe bekam und große schwarze Ränder unter den Augen. Schließlich fragte er sie, ob es ihr gut ginge, aber die Frau hätte ihm keine Antwort gegeben. Sie hätte weiterhin dort gesessen und starr vor sich hingeschaut. Irgendwann sei sie dann aufgestanden, auf zittrigen Beinen hätte sie sich dann Richtung Bordtoilette bewegt und sei dort hineingegangen. Da sie auffallend lange wegblieb, da hätte er sich dann an eine Flugbegleiterin gewandt und ihr von der Dame erzählt, dass sie so schlecht aussah und dass sie auf die Toilette gegangen sei und nicht mehr zurückkehrte. Die Flugbegleiterin, die kümmerte sich darum und sie klopfte an die Toilettentür und stellte fest, dass diese offen war, aber als sie die Türe öffnete, da war dort keine ältere Frau. Schlussendlich war es so, dass auch nach einer Suche diese ältere Frau an Bord nicht gefunden werden konnte. Die Flugbegleiterin, die befragte ein paar Passagiere, die weiter hinten saßen, also in der Nähe der Toilette, und in der Tat war es so, dass diese ältere Dame auch gesehen hatten. Die Flugbegleiterin, die habe dann die Passagierliste überprüft und alle Passagiere waren an Bord. Diese ältere Dame, die stand offensichtlich nicht auf dieser Liste. Nun kann man denken, das ist ja eine nette Geschichte, die hätte aber auch bei X-Faktor laufen können. Und das ist doch sicher passend, aber es ist in der Tat so, dass bei Kreuzfahrtschiffen sehr oft Passagiere verschwinden und bei Flugzeugen ist es so, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass dort Passagiere aufgetaucht sind, die sich hinterher eben auch nicht mehr finden ließen. Aber sie wurden gesehen vom Flugpersonal oder von den Passagieren. Und offensichtlich kommt das nicht so selten vor. Werft mal einen Blick in so Foren für Flugbegleiter. Da findet ihr fast in jedem irgendeinen Thread, wo drin steht, dass man einen Passagier gesehen hat, der dann irgendwie plötzlich weg war. Nun kann man sich das ja bei Schiffen noch erklären, wenn man da über Bord geht und irgendwo bei SpongeBob landet. Da ist ja klar, dass man nicht mehr wiedergefunden wird, aber wie funktioniert das bei Flugzeugen? Noch merkwürdiger wird das Ganze, wenn plötzlich ein Crewmitglied auftaucht, das eigentlich gar nicht da sein dürfte. Auf einem Inlandsflug in einer kleineren Maschine in den USA, da hatten 2 Flugbegleiterinnen ein wirklich merkwürdiges Erlebnis. Diese Inlandsflüge, die sind immer mit 2 Piloten und 2 Flugbegleiterinnen oder Flugbegleitern besetzt. Während die Maschine abhob und sich auf Reisehöhe begab, da hielten sich diese beiden Stewardessen in dieser kleinen Teeküche auf, die es an Bord gab. Hin und wieder zogen sie den Vorhang etwas zur Seite, der dort in der Tür hing, um den direkten Einblick zu verhindern. Sie schauten dann nach den Passagieren, ob dort alles in Ordnung war. In der Teeküche, da bereiteten die beiden gerade diesen Servierwagen mit Getränken und kleinen Snacks vor, die sie dann den Passagieren anbieten wollten. Eine der beiden schaute wieder durch diesen Vorhang und glaubte nicht, was sie dort sah.
Sie sah dort eine ihr fremde Flugbegleiterin, die sich im Passagierraum langsam auf das hintere Ende des Flugzeugs zubewegte. Sie rief ihre Kollegin herbei, die diese Flugbegleiterin ebenfalls sah. Sie ließ den Vorhang zufallen und die beiden sahen sich an und die eine fragte die andere, wer ist das? Aber die Kollegin zuckte mit den Schultern und hatte ebenfalls keine Ahnung. Die Flugbegleiterin, die griff zum Cockpit-Telefon und sprach mit dem Piloten und fragte, ob noch eine weitere Flugbegleiterin für heute eingeplant gewesen wäre. In ihrem Bericht da beschrieb die Flugbegleiterin dann, dass der Pilot sie mehr oder minder anblaffte mit den Worten, ob sie denn vielleicht noch Hilfe bräuchten, um diese zwei Tassen Tee auszuschenken auf diesem kurzen Flug. Sie legte den Hörer auf und die beiden Flugbegleiterinnen beschlossen, in den Passagierraum zu gehen und diese Frau, die dort als Flugbegleiterin im Gang war, anzusprechen. Also zogen sie den Vorhang zur Seite und sahen nichts, nur die Passagiere. Wieder sahen sich die beiden an und dann eilten sie in den hinteren Bereich des Flugzeugs. Dort war noch eine Tür zu einem kleinen Laderaum hin. Sie öffneten diese Tür und gingen dort hinein. Aber diese unbekannte Flugbegleiterin war auch dort nicht aufzufinden. Eine der Flugbegleiterinnen, die war so verunsichert, dass sie beschloss, mit einer unverfänglichen Frage die Passagiere nach dieser Frau zu befragen. Sie ging in die erste Sitzreihe im hinteren Bereich und fragte dort die anwesenden Passagiere, ob ihre Kollegin ihnen schon Getränke angeboten hätte. Die Passagiere dort, die verneinten dies und sagten, die Kollegin hätte nur gefragt, ob alles recht sei. Die beiden Flugbegleiterinnen, die eilten nach vorne zum Cockpit-Telefon und informierten den Pilot noch einmal darüber, was sie gesehen hatten und dass auch Passagiere von dieser Flugbegleiterin, die niemand kannte, angesprochen worden seien. Der Pilot kam dann aus seinem Cockpit heraus und er fragte die beiden dann eher unwirsch, ob sie vielleicht gestern Abend noch auf irgendeiner Party oder so gewesen wären und begab sich dann in den Passagierraum. Aber auch er konnte diese merkwürdige, unbekannte Flugbegleiterin natürlich nicht finden. Zum Leidwesen der beiden Flugbegleiterinnen, da verbreitete sich diese Geschichte dann innerhalb der Belegschaft der Airline. Und so waren die beiden dann eine ganze Zeit lang einem gewissen Spott ausgesetzt. Aber eben nicht überall. In ihrem Bericht, da gab die Flugbegleiterin an, dass Kolleginnen von ihr sie angesprochen hätten und ihr von ähnlich merkwürdigen Vorfällen berichtet hätten. Es gibt so eine Erklärung von Paranormal Investigatoren, wie man so schön sagt, die der Meinung sind, dass dies unter Umständen längst verstorbene Kolleginnen und Kollegen sind, die dann dort in diesen Flugzeugen auftauchen, eben weil dies einmal sozusagen ein Teil ihrer Heimat im Leben war. Wie anders möchte man sich denn so etwas erklären, wenn selbst Passagiere diese Person wahrgenommen haben und sogar von ihr angesprochen wurden, einer Person, die dann plötzlich verschwand, sich in Luft auflöste und nicht wiedergefunden wurde. Das waren jetzt nicht so die unheimlichen Creepy-Fälle aus Flugzeugen, aber das macht das Ganze vielleicht auch etwas glaubwürdiger, wobei ich nicht behaupten möchte, dass das alles so stimmt. Die Berichte durch die Flugzeugbesatzungen, die existieren zumindest. Was haltet ihr denn von diesen Berichten? Ja, und ich will hoffen, dass meine Provider-Besatzung langsam auch mal in die Pötte kommt, damit ich wieder reguläres, normales Internet habe und hier nicht so arbeiten muss wie Anfang der 2000er Jahre. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.